Da kommen wir. Esther! Ich bin überrascht, dass er mich nicht angegriffen hat. Ich bin relativ nah dran vorbeigerannt. Das war überraschend. Gut. Oh, Alter, 52, Mann, die sind ja schon halb tot. Brauche ich ja gar nicht mehr angreifen. Sterben von alleine. Ist immer traurig, wie wenig man abzieht, wenn man das dann immer endlich schafft, von hinten anzugreifen. So diese 50. Das ist immer verschmälernd. X. Ha, ich hab's geschafft. Ich brauche meine Ausrede gar nicht. Gerade. Nein, es ist keine Ausrede. Es ist Wahrheit und nicht aus die Wahrheit. Und jetzt, wo ich über PlayStation 1 gesprochen habe, habe ich mal wieder derbe Lust auf Blazing Blade. Fuck man. Boah, das Spiel war so episch. Ich glaube, das muss ich nochmal spielen. So ein schönes Spiel. Das muss ich da dran die ganze Zeit denken. Durchgehen. Nein, 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 nein. So. Tote Männer reden nicht. Das habe ich schon wieder nicht drauf geachtet, ob er jetzt ein Papagei war oder nicht. Fledermaus in den Haaren. Schicke Klumpen. Okay, das ist merkwürdig. Hey! Bitte zur Seite treten. Der Älteste will, dass wir ihn drin irgendwo ein Buch finden. Der Älteste will, dass Menschen unsere Weltkulturerben betreten, ist denn gar nicht mehr heilig. Das Tuch der Burg ist ganz offensichtlich heilig. Bitte Platz machen. Achso, heiliger. Ups. Er ist heilig, Mann. So, ich möchte jetzt gerne bitte runterfallen und mein Auge finden. Wenn das nicht zu viel verlangt ist. Weil das echt schön. Heilige Drohburghöhle der Verwehrung. Ja, das klingt ja schon sehr schön. Da freue ich mich doch, hier lang zu laufen. Pilz lassen wir jetzt stehen. Für den nächsten. Hey, das sieht nach antiken Höhlenmeilerei von den Drohburgs aus. Was das wohl bedeutet? Nun, es muss etwas bedeuten, dass wir doch wohl nicht grundlos hier sein. Oh, eine Karotte. Also ich würde jetzt sagen, wir müssen rechts gehen. Ich will aber einmal links gehen, um zu gucken, was passiert. Ah, da komme ich gar nicht lang. Weil ich hoffe immer noch, ich hole erstmal das Buch. Und dann hoffe ich, dass hier irgendwo nämlich das andere Teil ist. Das war klar. Ich hatte fast Hoffnung. So. Ach nee, wir sind woanders. Ah. Okay. Ey, Höhlenmeilerei, wo bist du? Schon dunkel hier drin. Ich frage mich, was hier sehen würde, wenn wir helles Licht hätten. Also ich würde mal sagen, das Zeichen ist hier also einfach gleich geradeaus weiter. Das sollte richtig sein. So, ich weiß, welches Zeichen das ist. Ich will nur Süßigkeiten mitnehmen. Weiß ich nicht. Was zur Hölle ist das? Da drin ist was. Doch, 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 da. Ah, okay. Okay, 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 okay. Nehmen wir den Pilz noch mit. Und dann sollten wir doch bald irgendwo... Da müsste jetzt das Buch drin sein. Yay, ein Süßigkeitenbuch. Habt ihr das alles gesehen? Verdammt, Mann. Wenn ich sage, da muss ein Buch drin sein, dann sollte da auch ein Buch drin sein und nicht Süßigkeiten. Das war so klar. Reine Diskriminierung hier. Reine Diskriminierung. So, dann wahrscheinlich links.
Schauen wir mal, dass das da drin ist. Jetzt habe ich vergessen vorzulesen. Mein Fehler. Und zwar gibt es keins, was so ähnlich aussieht. Nein. Oh, muss ich hier kämpfen? Wenn ich den nehme, muss ich denn kämpfen? Oh, verdammt. Guck ich auch noch. Guck ich gleich mal jetzt erstmal. Ich würde mal sagen, da lang. Sonst alles andere wäre seltsam. Dann würde ich mal sagen, change ich mein Kostüm. Und dann. Ich werde dich im Namen von Avexus besiegen. Aber Avexus. Ah, hat dir das weh getan? Das tut mir aber leid für dich. Hm. So, und zu guter Letzt drücken wir. Aha. Nein. Er hat mir Ohr gemacht, Leute. Warum greifen die nicht Ray an? Ray kann dann zurück angreifen. Ich mag das lieber, wenn die Ray angreifen. Obwohl, ist das eigentlich egal. So. So, das wäre dann. Aha, jetzt sterbt er schon wieder nicht sofort. Und ich glaube, ich darf jetzt noch nicht. Nein, nein, nein. Falscher Knopf. Ich habe schon gemerkt, als ich drauf gedrückt habe. Meistens ist man echt schneller, als man sein sollte. Tote Männer reden nicht. Das klingt doch gut. So, jetzt. Da sind mehrere Papageien. So, jetzt habe ich es gesehen. Endlich habe ich mich mal drauf konzentriert. Ist nicht schön? Fehler im Maus in den Haaren. Tada! Da. Nein. Nie passiert. Streiche ich ab. Oh, mit 18? Wirklich? Sein Glück. Sonst wäre ich echt pissig gewesen. Also, nicht wirklich, aber echt pissig wäre ich gewesen. Alter. Hier lang, oder? Das hat er ja auf dem Kopf. Okay. Ich will noch meinen Augapfel finden. Oh, guck mal, hier ist ein Buch. Und da ist nämlich so ein Ding drauf. Der müsste hier ja jetzt richtig sein. Oh, wehe, da sind jetzt wieder nur Süßigkeiten drin. Da bin ich aber echt beleidigt. Oh, siehe, ein Buch. Ja, aber ich habe meine Augapfel noch nicht. Mein Augapfel. Wo finde ich dieses scheiß Auge? Keine Ahnung. Ich bin auch sicher, ich bin wahrscheinlich schon viel zu weit. Oder halt nicht, aber ich will es haben. Hey, hey, hast du was? Versammelte Kürbisinnereien. Effekt Giftschleim. Angriff verursacht Streuschaden und erzeugt einen Giftflag. Skelett des Wolfs. Doppelte Angriffskraft. Stark erhöhte Verteidigung. Ja. Ja. So, und zwar kriegst du... Wo ist doppelte Angriffskraft da? Gut. Dann hätten wir das ja auch geklärt. Dann müssen wir jetzt ihnen das Buch bringen und dann... Ich will mal gucken, wie viele Häuser habe ich hier. Ach, insgesamt muss ich 20. Ach, 20 sind jetzt aber echt nicht viel. Drei Kinder fehlen mir noch. Haben wir auch nochmal das alles durch. Und dann hier, ey, dein Buch. Hier ist ihr schimmeliges Buch. Es war eine echte Plage, es zu finden. Ihr habt es gefunden. Ihr habt es gefunden. Schnell, lass mich gucken. Wow, das ist noch besser, als ich gedacht hätte. Erlaubt mir euch, die Passage als Belohnung vorzulesen. Was ist klein und grau und beißt in Steine? Bah! Können Sie als Belohnung nicht einfach das Tor für uns öffnen? Ihr wisst es nicht. Es ist der kleine graue Steinbeißer. Gott. Oh, seid ernst. Dieses Buch wird bestimmt helfen, die Moral zu stärken. Ich wollte steigern sagen, deswegen.
Wir haben das alles für ein blödes Witzebuch durchgemacht. Witze sind die Grundlage unseres Erbes. Erbes? Wenn euch das nicht gefällt, zwingt euch niemand hier zu bleiben. Das ist... Danke. Oh, Alter. Das ist... Ja, das sind diese... Ne? Das ist so wie mit, was ist klein, grün und dreieckig? Das kleine, grüne Dreieck. Na komm, was ist schwarz, klein und dreieckig? So ein Schatten. Das Leben war so viel besser, als die Ältesten noch das Sagen hatten. Hoffentlich bringt euch diese Süßigkeiten was und ihr könnt alle an Diabetes. Das Verrecken lasse ich jetzt einfach mal so. Die Lieder bringen mich in meine nostalgische Stimmung. Süßigkeiten hier. Oh, kann ich da runter? Oh, ich hab's gefunden. Krass. Ich dachte erst, ich muss die ganzen Pflanzen da weghauen, aber ich hab's gefunden. Ich hab's doch nicht gefunden. Ich schließe Charlie Blackmore an, während er seinen Weg durch die Diorama-Welt im viktorianischen Stilband. Erlebe mit ihnen ein großes Abenteuer und rette seine Familie in Stacking. Oh, das Spiel habe ich. Das wollte ich auch noch let's playen. Ein neues herunterladbares Spiel von Double Fine Production, das bald veröffentlichen wird. Das habe ich. Das let's play ich übrigens auch noch. Hey, liegt mit dem größeren. Weil ich liebe Double Fine Production einfach. Deswegen werde ich das hundertprozentig auch noch machen. Nur spiele ich gerade Custom Quest. Das finde ich süß. Sowas finde ich immer total süß. Ist ja auch voll in Ordnung, wenn die so Werbung, ne, im Spiel machen. Von ihren eigenen Spielen. Mag ich immer total gerne. Erst recht, wenn man das schon kannte. Ich habe es irgendwie 3 Minuten angespielt, habe damals dann aufgehört. Weil ich gedacht habe, ja, gut, nicht jetzt. Eigentlich wurde ich gestört und kam dann nicht mehr dazu. Aber freue ich mich schon drauf. Wie gesagt, ich liebe diese Spiele total. So mega fern hoch 10. Schon immer gewesen. Auch als es sie nicht gab. Ich wusste, dass es sie irgendwann... Nein. So. Finde ich süß gemacht, muss ich sagen. Das mag ich immer total gerne. Warte, was? Das war's? Aber... Was? Nein. Das kann nicht sein. Ich muss da doch noch eine Schatzkind... Nein. Hä? Habe ich da jetzt irgendwas übersehen? Hätte ich da nochmal reingehen sollen? Habe ich da gerade was übersehen? Was? Ich gehe da jetzt nochmal lang. Hä? Aber ich... Mir fehlt noch eine Kiste. Mir fehlt auch noch eine Kiste. Ich dachte, die wäre da. Was? Eine Kiste. Jetzt komme ich hier nicht mehr runter. Hä? Ist die hier nicht? Ich brauche noch eine Kiste. Leute... Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Nein. Oh, fuck. Wo soll ich denn die letzte Kiste finden? Oh. Was war das, Katzen? Schnee? Achso, war ich auch. Das ist so gar nicht cool. Ja, dann bin ich ja schon viel zu weit. Ich glaube nicht, dass noch irgendwie da hinten irgendwas kommen wird für dieses Ding. Hä, wo kann ich denn noch sonst noch runterspringen? Hier war nichts mehr. Es gibt nur das und da kam ich dann nachher nicht mehr weiter hoch. Und hier gibt es auch nichts, außer dieses eine, ich habe mich hier festgehangen, Ding, wo ich dann einfach nur rüber haue. Ich brauche es. Kann ich hier irgendwo, hier konnte ich ja auch nirgends runterfahren. Wo ist es? Oh, hier kann ich runterfallen. Sagt das doch einer. Bin ich hier richtig? Oh, wehe, das ist hier jetzt auch nicht. Dann bin ich bald beleidigt. Irgendwas darf ich kaputt hauen. Oh, hier. Da wollte ich aber, glaube ich, gar nicht runterspringen. Also, das ist ja da, wo ich nicht langkomme, so. Wehe, das ist hier nicht. Ich will es jetzt haben. Süßigkeiten. Wo ist die Kiste? Ich will das Kostüm haben.
Ah, krass. 100 Süßigkeiten. 100 Süßigkeiten und wahrscheinlich auch trotzdem nochmal 100 Süßigkeiten. Oh Gott sei Dank. Ja, ich hab's. Ich hab's. Nee, du nicht. Du bleibst Pirat. Du kriegst das wunderschöne... Nein. Kostüm. Ja. So, jetzt brauche ich einen Kampf. Jetzt muss ich das erstmal ausprobieren. Oh, sieht das eklig aus. Ich freue mich da schon, in realistisch zu sehen. Hä, wieso bin ich jetzt ein Einhorn? Das hätte ich aber nicht geplant. So. Dann hätten wir das ja auch geklärt. Oh, ich habe nur 400. Kann ich mir nichts kaufen. Gar nichts. So, da müssen wir jetzt mal durch die Welt gegenlaufen. Ich weiß gar nicht, wo es weiterging. Hier, glaube ich, irgendwo, ne? Ja. Dann tauschen wir wieder. So, und langsam bahnen wir uns unseren Weg. Ich glaube, das dürfte jetzt auch die letzte Etage sein, weil hier schon so doll Schnee ist. Vielleicht aber auch nicht. Hier ist die Botschaft von Eric. Ja. So. Was? Krass. Nice. So, mal sehen, was es kann. Stirb. Stirb hart. Ups. Hart, habe ich gesagt. Bewegen wir das? Gut. Oh, das ist süß. Passt irgendwie nicht, aber irgendwie nicht. Weiß ich nicht. Ich will es nicht als süß bezeichnen. Das ist ein Augapfel. Nein. Upsala. Ich habe Reflexe, ey. Die sind einfach so unglaublich. Dazu kann man gar nichts mehr sagen. Wenn es darum geht zu schreien und sich zu erschrecken, sind meine Reflexe einfach genial. Ich will ihn nicht töten, bevor ich das ausprobieren konnte von ihm. Also mache ich jetzt einen normalen Angriff. Treffe mit Absicht nicht. Weil ich denke, Angst habe, dass er mir hier wegstirbt. Normalen Angriff, treffe mit Absicht nicht. Guck, er wäre voll gestorben. Tränensturm. Oh, das ist gemein. Oh, das ist gemein. Oh, ist das krass. Das war gemein, aber ist krass. Traumdibber. Dame. Hey. Ups. Die Tasche wird dadurch eher kaputt gehen als meine Seele. Ich denke, dass ich mir mit den Jedi fest befassen würde, wenn ich Kinder hätte. Oh, du hast keine Kinder. So einsam verlassen. Ich auch. So, lieber. Ich habe nicht viel, aber ich werde helfen, so gut ich kann. Hier sind 8000 Süßigkeiten, weil ich nicht viel habe. Schade, wäre cool gewesen, hätte das geklappt. Irgendwie. Ich denke, dass mich mehr mit dem Medifest befassen würde, wenn ich kenne. Ach, das ist derselbe Typ. Jetzt gerade hängt mein Spiel irgendwie gerade ein bisschen. Der hat gerade mal so eine Up-and-Down-Zeit. Deswegen werfe ich natürlich wieder alles auf meinen Tisch um. Vielleicht soll ich das Licht mal anmachen. Das kommt immer besser. Also manchmal kommt es besser. So, dann muss ich einmal ganz kurz meinen Bildschirm wieder richtig schieben. Den habe ich eben verschoben. Meinen zweiten. So. So. Hey. Das hier, die Fest, ist ein Segen für unsere Wirtschaft. Weißt du, ich mache auch, glaube ich, ich habe jetzt 21. Dann kann ich mal ganz kurz speichern und fertig machen. Oh, guck mal, da ist gleich wieder Apfelfischen. Ih, da sind Augapfel drin. Ih, das sind alles Augapfel. Glaube ich nicht. Okay, das war's dann dieser Session. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin. Tschüss.